Eurer Fest ist ein echt schönes System. Schaut euch das mal an. Genau, hier. Ich meine, hier würde ich halt ganz gerne dann irgendwann weg von den Generatordistrikten kommen. Was man ja auch machen kann. So, das sind Armeeschaden, Mineralien von Jobs. Produktion von Bergbaustation ist okay. Nehmen wir mit. Das dauert halt noch alles ziemlich lange, ne? Ja. So, und wir sind jetzt gerade in. Auf dem Weg zur achten, ins achte Jahr. Wir sind gerade September bzw. Oktober, Jahr 22.7. Und wir sind kurz davor, unser erstes System zu kolonisieren. Construction complete. So, du baust dort ein Sternbasissystem. Und direkt danach da drin. So, Zimtauri ist halt auch eine echt hübsche Welt. Genau, du gehst. Ja. System Resources in der Mitte erforschen. Oh, macht ihr beide. Und danach geht ihr eure eigenen Wege. Noch eine Tundra. Eine 12er Tundra-Welt ist aber nicht unbedingt so gut. Was ich mir persönlich wünschen würde, was zu erreichen. Ich meine, im letzten Playthrough wollte ich ja die Arkologie haben. In diesem Playthrough würde ich ganz gerne. Ja. Wo ist es? Scroll. Schwarmwellen haben. Brauche ich aber Klimawiederherstellung und zwei weitere Aufstiegsvorteile zum Wählen. Mal gucken, ob ich es dieses Mal hinbekomme. So, dann baust du hier Bergbaustation. Wie schaut's mit der Welt aus? Die ist. Wäre auch wieder eine gute Bergbauwelt, ne? Ja. So, und die Heimatwelt hier wird halt hauptsächlich eher so Richtung Landwirtschaft gehen. Und Bergbau. So, wohnungstechnisch ist okay. Ich darf noch einen Distrikt bauen auf der Welt. Weniger okay. Dienstleistungen sind okay, Wohnungen sind okay. Ich könnte ein Forschungslabor schon mal bauen, Schwarm bauen. Ich glaube, die synoptischen Knoten wären not bad. Weil ich Einigkeit und Sozialforschung draus bekomme. Deswegen mache ich das mal. Es ist halt Nahrung und Energie, die mir rausgeht. Aber wir bauen ja hier gerade die Welt. Plus, wir haben schon die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, aber wir sind jetzt schon schneller darin. So, Bergbaustation. Den Kram zu bauen. Oder zu kolonisieren, besser gesagt. So, das sind nochmal 10% Wachstumsgeschwindigkeit. Gehen wir hier erstmal planetare Vereinigung. Und jetzt sieht man hier, wenn wir auf Bevölkerung gehen, wir sind jetzt bei 5,79 Wachstum. Das ist okay. Beschwer mich nicht. So, habe ich Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit? Was? Achso, genau, das habe ich durch die Ausbreitung an sich bekommen. Ich war gerade sehr verwirrt. Genau, und als nächstes gehen wir dann Verwaltungslimit und dann Unterhalt der Sternbasen runter. So, und man sieht hier, Reichsgröße ist momentan 28 und wir haben ein Limit von 50. Das geht dann hoch auf 70. Im Vergleich zu dem, was wir beim letzten Mal hatten, auf jeden Fall besser. Anomalous readings detected. So, okay, das ist ein interessanter Punkt. Der hier. Construction finalized. Mal gucken, weil das schaut ein bisschen aus, als wäre das hier das Ende meines Arms. Hier unten. Würde ich hier einmal Sternbasis bauen? Ja, dann würde ich, wenn das hier unten wirklich das Ende meines Arms ist und dann kein anderer Weg mehr rausgeht, dann würde ich gerne den Punkt haben wollen. System Resources analyzed. So, Avior schaut okay aus. Weil, ich meine, wir haben hier Spiralarm-Galaxie
Und aus dem System geht halt der und der Arm. Ich zeige euch das mit den Kästchen heraus. So ein bisschen. Es wäre nicht schlecht. Anomalous readings detected. 120 Tage Kram, den kann man machen. Generatormäßig ist nicht so toll, energiemäßig halt auch nicht. So ein Turbik würde ich nochmal 4 Energie rausbekommen. Wie schaut es mit meinen Sternbasen aus? Genau, ich habe das Solar Collector Netzwerk geschenkt bekommen. Hier auf FAM wären wir. Ach, Landwirtschaftsdistrikte sind halt so juicy. Für Salkolix. So, zum Tauri. Nur da fliegt jetzt erstmal durch. Ich werde jetzt auch kein weiteres Konstruktionsschiff oder sowas machen. Ich glaube, das ist okay dann so. Es wäre halt unglaublich gut, wenn hier endet. Aber ich glaube, zumindest der Stern hätte noch eine Anbindung. Ich glaube, ich schicke dich dann hier einfach runter. Dass du mir das mal erkundest. In der Hoffnung, dass hier wirklich Ende ist. Okay, die Irassianer habe ich jetzt als Vorläuferkram bekommen. Ist okay. Ist okay, wir haben ein bisschen was an... Hier, passt alles. Ist die Frage, ist der Job schon belegt? Sind das komplexe Drohnen? Eigentlich Drohnen, Synapsen-Drohnen, genau. Die nehmen nämlich 8 Energie, 8 Nahrung. So, damit haben wir jetzt einen neuen Planeten. Ja, und man sieht hier schon auf jeden Fall, ist doch ein bisschen unterschiedlich. So, und das hier würde ich dann zu einer Generatorwelt machen wollen. Okay, Aliens. Okay. Das ist nicht gut. Oh, please no. Please, lass da nicht irgendjemand sein. So, zack, erstmal Big Dick Move. Verwaltungslimit. Wobei ist der Unterhalt besser, wenn ich jetzt so... Ich glaube, der Unterhalt ist erstmal besser, wenn ich erst, mich sowieso gerade so ausdehne. Ich glaube, ich habe Pech und das sind die Marodeure. Die in Hovots. Das, oh. Oh, nee. Ratet mal, wer so ungefähr 0,0 Bock drauf hat, dass da Marodeure sind. Genau, ich. Woo! Ich sehe eigentlich, ist es halt ein... Ja, es schaut sehr danach aus. Muss das jetzt sein? Special Inquiry concluded. Okay, die sind direkt nördlich von mir. Das ist toll. Nicht. Irgendeine Forschung ist fertig. Müll. Das ist so ein Klassiker einfach. Nun denn. Immerhin weiß ich, dass jetzt nördlich von... Die sind aber auch instant aggressiv auf mich gestimmt, ne? Nördlich von mir ist wenig los. Yay. Wenig Party. So, aber man sieht jetzt übrigens... Also hier auf dem Planeten haben wir gerade 5,04 pro Monat. Und... Arbeiterdrohnen, wir haben ein paar Wartungsdrohnen. Was machen Wartungsjobs nochmal? Ach, Dienstleistungen, genau. Tech-Drohnen. Und die komplexen Drohnen sind hier schon am Arbeiten als Synapsen-Drohne. Was macht Jagdsucher? Achso. Stuff. Stuff macht Jagdsucher. Together we will build a brighter future. Essen schaut interessant aus sogar. Das ist die monatliche Einigkeit, hydroponische Farm und die Hydrokultur, ja. 80 Tage, gib ihm.
So, und dann gehst du da lang in der Hoffnung. Ich hoffe halt wirklich, dass ich hier unten freie Bahn habe. Ah, please. Oh, das wird höchstwahrscheinlich der Kahn werden. Ich sehe es doch schon kommen. Die Wildlings. Die hier aufmucken wollen. Die Brudis. Wäre ein interessanter Planet für... Ja, komm, ich kolonisiere den einfach. Ja. Hello, Habit. Ah, deutsche Übersetzung von Paradox-Spielen. Never change, please change. Habitability. Description, ja. Erforschen. So. So. Die tropische Welt ist halt echt nicht mehr. Als Generator ist halt kacke wegen dem Mineralien, dass ich die dann so mit falsch nutzen würde. So genau, jetzt haben wir hier das Verwaltungslimit um 20 erhöht. So, wir haben unsere erste. So, das ist die Netzüberlastung, das ist gut. Nehmen wir die Physikforschung mit. Wir haben unser erstes Aufstiegsvorteil. Jetzt bin ich mir halt unsicher, was ich nehmen möchte. Beherrschung der Natur wäre halt interessant, weil das gibt mir die Möglichkeit, einen Blocker zu entfernen und dafür mehr rauszubekommen. An sich mag ich aber noch immer eine Kristalle. Den technologischen Aufstieg wegen der Forschungsgeschwindigkeit. Ich meine, die gemeinsame Vision ist kacke. Wir haben die gibt halt monatliche Einigkeit, was okay ist. Die Crew des letzten Schiffes ist auf dem Schiff hin, das wir in der Nähe von Gaia gefunden haben, scheint aufgeregt zu sein und das, obwohl unsere Übersetzer ihre Sprache nicht entschlüsseln können. Ihr ID-Code scheint ein niedrig frequenter verbaler Ausdruck zu sein, der wie Kotalo klingt, ein Name, den wir bereits gehört haben. Versucht sie, warum sie hier sind. Was nur Ingenieure sagen, die im außerirdischen Überlichtantrieb arbeiten. Wir können keine andere Schlussfolgerung ziehen, als dass sie Forscher aus einer anderen Galaxie sind. Der Mangel an Waffen auf ihrem Schiff unterstützt diese These weiter. Sie senden Aufnahmen von schlopischen Entdeckern auf ihrer ersten Reise außerhalb unseres Sonnensystems zurück und die Reaktion der außerirdischen Crew scheint positiv zu sein. Mehrere Besatzungsmitglieder beginnen damit, ihre tentakelartigen Arme auf Konsolen herumzutippen. Sie übermitteln uns ihre Passagierliste, Navigationsdaten und Crewdecks. Ohne Zweifel stammen diese Daten mit dem Wrack auf Sky überein. Mit einer Ausnahme, das Wrack auf Sky enthielt weitere Einträge mit späteren Daten. Scheint, als wäre das Wrack auf Sky das gleiche Schiff wie das, was jetzt vor uns liegt, nur älter. Das ist nicht möglich. Trotz ihres fremdartigen Verhaltens ist die Bestützung der Kotalo-Crew offensichtlich. Unsere Wissenschaftler informieren uns darüber, sollte das Wrack auf Sky tatsächlich das... die Zukunft des Schiffes sein, das sich vor uns befindet. Jede Information, die wir ihnen geben, schon wieder falsch übersetzt, unvorhergesehene Konsequenzen haben kann. Wenn wir es waren, können wir die Katastrophe verhindern. Die außergalaktischen Entdecker beginnen hastig, die Systemdaten auszuwerten, die wir ihnen schicken, sprechen miteinander in ihrer seltsamen Sprache und tippen eine Flut von Befehlen auf ihren Konsolen ein. Unsere Diplomaten warten geduldig auf eine Antwort, aber bevor diese kommen, beginnt der Antrieb des Schiffes unerwartet hochzufahren. Viel Glück, Sternfahrer! Ja, also, technologischer Aufstieg und beherrschende Natur wäre interessant. Weil, wie gesagt, gemeinsames Schicksal brauche ich nicht. Erlasse sind cool, ja... Aber hier an Regierungsethik Anziehung. Wir besitzen keine Regierungsethik. Oder wir werden keine Leute haben, die davon abweichen können. So. Sitlog updated. Ja, okay. Das System ist auf jeden Fall noch mit einem anderen Arm verbunden. Davon ging ich aus. Das ist aber nicht schlimm. Du willst jetzt gerade genau am Kolonisieren, wie sie es gehört. Genau das will ich von dir. Ich werde übrigens mal ganz kurz schauen, wo ist er? Wo konnte man das machen?
im Sitz Syslog? Verlassene Sterntor, okay. Syslog updated. Mit den L-Gates habe ich auch noch nicht gearbeitet. Uroboros, unsere Systemsystor, dort an der außergalaktische Erkundungsschiffkuddel am Rand des Sky-Systems erprobt und ihren Überlichtantrieb ausgeschaltet haben und frontal mit einem Orbitalkometen kollidiert ist. Der Aufprall war katastrophal genug, um alle an Bord zu töten und die verbleibenden Wrackteile treiben nun in Richtung Sky-Pulsar. Scheint, dass der Komet und nicht der Pulsar für das Ableben der Kotalo verantwortlich war und unsere Bemühen, sie vor ihrem Schicksal zu wahren, diese Katastrophe verursacht hat. Beide Wracks folgen um den Sky-Pulsar. Ups. Zack für die. So, ich, dunkle Materie, nice. Ich schlängel mich mal jetzt schon ein bisschen umher, so ein bisschen drum. Wirklich. Muss das jetzt sein? Oh, und das sind die Bergbaudrohnen auch noch. Das sind nicht einfach nur die Kühe. So, dann... So, System erkunden. Dann... einmal hier entlang. Together we will build a brighter future. Das sind die hydroponischen Farmen. Dann nehmen wir die Forschungsgeschwindigkeit mit. So, wie schaut's hier aus? Eigentlich ganz gut, ne? Das heißt, ich kann hier ruhig das Laichbecken bauen, ne, dass sie ein bisschen schneller wachsen. Wohnung haben sie fast keine mehr, das ist aber auch okay. Fällt hier draus, also es gibt noch immer die gleiche Sachen wie auf anderen Welten. Und zwar gibt es, oder bei anderen Spielarten, es gibt Welten, die spezialisiert sein können. In diesem Fall ist es noch eine Kolonie, das führt dann aber gleich zu einer Generatorwelt. Oh, hier ist nochmal eine Alpinwelt, ja, die ist eine 12er Alpinwelt, nicht unbedingt toll. So, das Thema Erkunden. So, das ist, das Sky-System ist halt ein echt gutes System für Forschung. Construction complete. Halt wirklich. So, dann bau hier mal bitte Bergbaustation und dann dort Forschungsstation. Es sind auch nur zwei Forschungsstationen, die dort gebaut werden müssen, also nochmal besser. Normalerweise bin ich dann mich immer so ein bisschen zurückhaltend, was das Geld angeht, ne, die Kosten, aber das geht. Es geht voll klar. Da ist auch noch ein schwarzes Loch. Wenn ich Megastrukturen bauen kann, dann könnte mir das die Möglichkeit geben, endlich den Extraktor... 16er und... das sind tropische Wellen noch bei, das ist unglücklich. So, Nahrung produziere ich noch immer ein bisschen was. Ich baue noch einen weiteren davon und entferne die Ödlande, dass ich noch drei weitere bauen darf. So, jetzt natürlich die Frage, was nehmen wir? Ich würde Entdeckung einfach nehmen. Also jetzt ist es so ziemlich egal, was man macht. Ja, das ist, es ist halt quasi nur wichtig, dass man die Ausbreitung mitnimmt und schnell halt den Vermehrungswahnsinn hat. Na, oh, ich würde erstmal die Vorherrschaft nicht mitnehmen. Die Anpassungsfähigkeit wäre natürlich interessant, aber ich möchte weniger Föderation und so ein Kram machen. Das hier, die Bewohnbarkeit plus 10% ist interessant. Und alle Planeten bekommen einen zusätzlichen Gebäudeplatz. Ist auch nicht schlecht. Aber lieber würde ich... Nehme ich Dominierung, ihre Blocker. Das wären Fähigkeitsstufen, das wären Produktion. Synaptische Knoten erhöhen zusätzlich Wohnung um 2, ist auch interessant. Wohlstand wäre interessant, wegen weniger Baukosten, höhere Baugeschwindigkeit. Aber ich glaube, ich gehe wirklich in Deckung, dass ich die Forschungsgeschwindigkeit einfach habe. So. Der Klassiker halt. System Resources analyzed. So, hier habe ich... Hier kann ich... wo ist es? Nicht Forschungslabor, nicht Energienetz. Habe ich... Construction finalized. Wie heißt das Ding, was ich gerade suche? Entschuldigung.
Nee, nicht die Lieferungsgießerei, nicht die Ressourcensiedlung, nicht die Schwammbasen, Wartungsdepots. Ach genau, Wartungsdepots. Damit kriege ich Dienstleistung. Das bräuchte ich nämlich auf dem Planeten. Langsam meine Dienstleistungen gehen runter. So, und hier schaut das noch immer ganz okay aus. Aber Dienstleistungen gehen auch langsam runter. Herausfinden, ob man Energieproduktion steigern kann. Schwarmdistrikt kostet. Es sind halt 6 Wohnungen, ne? So, Energiekredits von Jobs plus 5%. Wunderbar. Wir wollen den Schatten, jo. Ich brauche nochmal einen Generator-Distrikt. Ich muss auf jeden Fall das System da unter meine Kontrolle bringen. ASAP. So, dementsprechend machen wir die beiden. So. Also du musst erst einmal ganz kurz das System erkunden, dann kannst du die ganzen anderen Systeme hier machen. Für die es nicht wissen, weil die Hotkeys von Stellaris, bin ich ehrlich, bin ich auch nicht unbedingt super versiert drin. Ja, komm, das nochmal schnell geforscht. Wenn man Shift drückt, sorgt man dafür, dass eine Sache in die Befehlsliste kommt, ne, wie man da sieht. Und wenn man Steuerung und Shift gleichzeitig drückt, sorgt man dafür, dass das quasi direkt, ne, da sieht man erkundet unbekannte System jetzt, dass das direkt gemacht wird. Somit kann man quasi nochmal sich, für sich selbst Kram priorisieren. Dementsprechend einfach so als kleiner Typ. Für die, die ihn noch nicht kannten. So, dann brauchst du mir nochmal einen davon, das ist Sozialforschung, dann ermöglicht die Beseitigung von einem Kram. So, du wirst eine Bergbaukolonie. Und dementsprechend wird auf die auch Legierung und sowas hergestellt. Alles, was man braucht. Gilt du schon als Energie? Nö. Ab wann gilt das als Energie? Erforschen. Du darfst hier auch die Bergbaustation schon beide bauen. Was ist mit der Alpinwelt? Die ist hübsch. Nun. Ist aber nicht so wichtig. Rettungskapsel, interessant. Also ich hätte jetzt gerne noch Turai als System. So schnell es geht. Construction complete. Dass das fertig ist. So, erforsche auch mal das. Ja, wie gesagt, dass ich so ein bisschen abgesichert bin. Ist halt natürlich doof, dass hier die Wildlings chillen und sich so denken, jo! Was geht ab? Wir sind die Wildlings! Woo. Und ich so, nee, bleib mal fern! Nehmt den Megacomputer für die Teile auseinander. Unkörper, monatliche Ingenieurforschung plus 10%, ja. Yep. So, das ist die Physikforschung besser. Dann Produktions- und Forschungsstationen. Das sind allgemein Forschungsstationen einfach? Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass es nur auf einbezogen ist, aber nope. Das ist cool. Gefällt mir. Energietechnisch schaut es aber nicht ganz so gut aus. Gefällt mir weniger. Ja, ich weiß. Ich habe hier schon viele Jobs offen. Hier habe ich auch viele Jobs offen. Ich meine, noch verlieren wir nur ein Credit pro. Wird voll okay. Ich hätte halt das hier ganz gerne schon als Tech-Dings. Ah. Gut, da haben wir 2 von 9 Drohnen drin. Schrottplatz. Wir sollten so viel wie möglich wieder verwerten, ja. Kenntnis über das enigmatische Tor.
Stimmt, die heißen ja Saugen hier. Wissenschaftsgesellschaft wurde ein Durchbruch hinsichtlich des extragalaktischen Signals gemacht. Da hat auch jemand hier nochmal drüber gelesen. Das kürzlich von einer unserer Forschungsschiffe empfangen wurde. Obwohl uns die volle Bedeutung der in das Signal eingebetteten Gleichung noch entgeht, könnten Saugewissenschaftler in unserer Heimatwelt viele Gemeinsamkeiten der Daten, der Übertragung mit der Technologie der mysteriösen L-Tore finden. Isoliert betrachtet ist das Signal für uns ein wenig nützlich. Die Analyse in Verbindung mit anderen Einsichten der alten Torbauer jedoch kann wertvolle Daten darüber liefern, wie diese L-Tore reaktiviert werden können. Anomalous readings detected. Vielleicht mache ich diesem Playthrough die L-Gates. Auf welchem Planeten? Ach, wirklich. Muss das jetzt sein? Gut, du solltest eh keine Nahrungswelt werden. Zufrieden seid ihr nicht. Dementsprechend macht mir das wenig Probleme, Sorgen, Hoffnung, wie auch immer. Erkundungsgeschwindigkeit erhöht. Ja. Schnell wie der Wind! So, du bist jetzt in den Beinen, genau. Wie schaut's hier aus? Ja, da bauen wir jetzt einen Generator. Es ist halt ein bisschen doof, dass ich doch so viele Energieprobleme habe. Wo geht denn das meiste rein? Stationen? Sternbasen? Sind es wirklich die Stationen? Gut, ich habe jetzt auch viele gebaut, ne? Das ist Gebäude, Distrikte, Jobs, Anführer. Versuchen die Maschine auszuschalten. Spezialprojekt machen. Ja, und danach machst du. Ne, du machst jetzt gerade die Amokbohrung, ne? Genau, machst du hier. Ich habe nicht genug Einfluss. Gut. So. Dass man keine Fugen und Gelenke erkennen wird, die Rückentwicklung. Geothermisches Tracking plus 50%. Oh. Produktion von Bergbaustationen dann einfach besser machen. 4,9. Was ist denn meine Forschung gerade? Sozialforschung ist gut. Der Rest eher so, ja. Ja. Existiert, ne? Okay, du kümmerst dich schon um die ganzen Dinger. Our research has progressed. So, ermöglicht Beseitigung von Gletschern. Logistikbüro, Flottenkapazität. Ich nehme nochmal die Forschung mit. System.